mache jetzt die sogenannte Festansprache. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam so mit 350 Menschen hier sein dürfen und 30 Jahre Interfest feiern dürfen. Das ist natürlich ein tolles Moment, besonders weil es mein letztes Jahr in meiner Rolle hier als Vorstandsvorsitzender sein wird. Ja, es sind 30 Jahre vergangen und das waren 30 gute Jahre. Und ich habe den Vortrag in drei Blöcke gegliedert. Ich bin ja ein Systemarchitekt. Im ersten Block ein paar Worte zur Gründung. Damals hing der Himmel voller Geigen, gerade für Informatiker. Wir hatten eine super Zeit. Viele wissen das und schmunzeln schon. Ja. Es schien auch keine Grenzen zu geben. Es war einfach fantastisch. Der Gründungsprozess der Interface AG war aber zäh und sehr lang. Über ein Jahr saßen wir jeden Freitagabend und haben Geschäfte geschrieben und so weiter. Denn wir wollten den Geschäftsplan besonders gründlich schreiben und wir werden vor lauter Geschäftsplan schreiben, dann fast nicht zum Gründen gekommen. Ja? Und wie wir keine Lust mehr hatten, sind wir einfach gestartet. Der Wolf Geldmacher und ich, der Wolf wird hoffentlich bald eintreffen, er wird dann besucht. Ja, und was sehr wichtig war, der Wolf und ich, wir hatten ein paar Thesen. Die erste These war, wir sind anders als normale Firmen. Wir waren damals schon agil, lean und open. Da kannte noch keiner diese Worte, aber wir waren das wirklich. Ja? Ein fester Satz bei uns war, Menschen sind keine Ressourcen. Das habe ich bis ins PM-Camp hinübergerettet, diesen Satz. Ein anderer Satz, der war ein bisschen ungeschickt. Wir machen nur neue Technologien. Das hieß, dass andere Unternehmen mit Kobold sehr viel Geld verdient haben und wir haben die neue Welt Unix gemacht. Wir waren aber überzeugt, dass Unix die Zukunft ist und wir waren überzeugt, dass Qualität alles ist. Und die Welt war sehr einfach, wir haben schnell verstanden, dass man das Geld am einfachsten mit Produkten verdient, weil man ihn sehr leicht skalieren kann. So zumindest die Vorstellung. Zwei markante Thesen von uns waren, Vertrieb brauchen wir nicht, weil wir so gut sind, dass wir uns nur selber verkaufen. Und eine weitere These war immer, Vorsicht beim Wachstum, das muss man verkraften können. Ja, und jetzt bin ich schon beim dritten Block, die Thesen war der zweite Block. Der dritte Block ist ganz einfach, ich sage jetzt das, über was ich mich persönlich am meisten freue. Die erste tolle Zeit war bei Siemens, das war noch vor Interface, 5 Jahre in verschiedenen Abteilungen, da habe ich fachlich am meisten gelernt. Dann kam die Zeit bei SoftLab, da habe ich dann jenseits der Fachlichkeit viel gelernt. Und dann kam der Start mit der Interface, damals noch Interface Collection GmbH, viele erinnern sich daran. Und das hat mein Leben nochmal eine völlig neue Dimension hineingefallen. Über was freue ich mich noch besonders? In der Tat hatten wir eine einzige Krise, die war hausgemacht. Und wir haben sie gemeistert und überlebt. Das war auch eine tolle Sache. Ja, über was freue ich mich noch? Vor allem freue ich mich über viele Freunde und Wegbegleiter, von denen heute sehr, sehr viele da sind, wenn ich in die Runde schaue. Ja, und jetzt der letzte Schluss ist, ich möchte noch sagen, für was ich besonders persönlich sehr, sehr dankbar bin. Das erste ist wirklich, was ich durch Interface und mit Interface Menschen kennengelernt habe. Menschen kennenlernen durfte, die mir alle sehr, sehr viel gegeben haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass meine liebe Ehefrau, die Barbara, die momentan nicht da ist, aber es wurde auf Video festgehalten, dass die mich mehr begleitet hat. Ich bin sehr, sehr dankbar und da sind mir erst vor einer Woche auf einem PM-Camp in Berlin die Augen geöffnet worden. Da gab es eine Session Beruf und Kinder. Die Session hieß korrekterweise Beruf versus Kinder. Und ich bin so froh, dass es mir gelungen ist, in den Jahren Job, Familie, Kinder vernünftig zusammenzubringen. Das ist gar nicht so ganz einfach, habe ich gelernt. Ja, ich bin sehr froh, dass ich so viele Jahre gesund und in Frieden leben durfte. Das war mir sehr wichtig. Und ich bin sehr froh, dass heute so viele Freunde da sind. Und ein Mensch ist jetzt bereit hier, stellvertretend für diese vielen Freunde ein paar Worte zu sagen.
freut mich sehr drüber. Das ist der Hans Stark-Zimmermann. Hans Stark-Zimmermann ist relativ bekannt, aber das braucht man jetzt nicht erwähnen. Das will er auch gar nicht. Aber er war immer auf den ganzen Gründungszeiten mein Mentor, mein Unterstützer und mein Freund. Und dafür danke ich ihm ganz persönlich und freue mich, dass er jetzt ein paar Worte sagen wird. Hans, wo bist du? Ja. Mein Thema, das ist natürlich sehr persönlich, heißt Hightech mit 70. Ich muss Ihnen sagen, ich bin 42. Geht das? Also das ist mein Beitrag zur Überalterung Deutschlands. Naja, die Presse berichtet ja auch über Sex im Altersheim. Warum soll dann Hightech mit 70 nicht gehen? Was braucht man dazu? Helfer. Routine hilft ungemein. Ich weiß noch, was eine Transaktion ist, und ich weiß, dass verteilte Transaktionen nicht funktionieren, in der Regel. Obwohl Ihnen jedes Softwarehaus das immer wieder verkauft, als eine gute Idee. Es funktioniert nicht auf dem Kanal. Was hilft noch? Wenn wir etwas machen wollen, wenn Sie etwas Ungewöhnliches machen wollen, gibt es einen ganz starken Helfer. Macht hilft. Ich persönlich berate heute nur noch Unternehmen, an denen ich mit mehr als 25% beteiligt bin. Und das addiert sich schon wieder auf über 1000 Mitarbeiter. Naja, macht hilft wirklich. Zumindest diese 1000 müssen mir von Zeit zu Zeit mal zuhören und meine Meinung abfragen. Das ehrt mich. Was hilft noch? Lachen hilft. Wirklich lachen. Über manche Moden, über Menschen, über Probleme. Heute kann ich sogar über amerikanisches Marketing lachen, von dem wir ja immer normalerweise Angst haben. Ich kann sogar über den dicken Wolf mit den langen Ohren lachen, weil ich viel über Entrückchen weiß. Was hilft noch? Ja, gelegentlich hilft auch zuhören. Das habe ich früher überhaupt nicht gekonnt. Ich höre heute Mitarbeitern mit großer Geduld zu. Dadurch lerne ich auch viel schneller, was wichtig ist. Schlafen hilft. Wirklich, schlafen hilft unerhört. Ich kann heute am Konferenztisch sitzen und nachdem wir eine Nacht durchgetestet haben, dann am Konferenztisch einschlafen, ein Nickerchen machen, aber ich weiß meistens, was am Konferenztisch diskutiert wurde, obwohl ich ja geschlafen habe. Aber ich tue das, ohne zu erholen. Verträge helfen, verhandeln hilft. Also bitte machen Sie keine Verträge mit mir. Ich ziehe Sie sowieso über den Tisch. Aber ich mache dann trotzdem faire Verträge. Da ist er ja, der Wolf. Was hilft noch? Naja, wenn man vermögend geworden ist, reicht es. Das hilft auch. Ich nehme kein Geld mehr für Beratung. Und seitdem werden mir interessante Fragen gestellt. Vorher eigentlich nicht. So, jetzt habe ich natürlich selbst noch eine Frage. Hightech mit 80, geht das? Das weiß ich noch nicht.
aber man darf doch hoffen. Danke. Ich möchte das Ganze etwas anfangen mit einer russischen Sitte. Es gibt in Russland, wenn man Wodka trinkt, die Sitte, dass man das erste Glas auf den Gastgeber bringt, das zweite Glas auf die Gäste und das dritte Glas auf alle die, die nicht dabei sein können. Ich bin der dritte Redner und ich habe auch so etwas, das dritte Glas. Und ich möchte ganz kurz an Leute erinnern, die mal da waren, die das mit uns gestaltet haben und die wir nicht mehr unter uns haben. Das eine bin ich gerade an der Woche heute, bei der Rainer Fritzen. Mit dem haben wir angefangen, über das Interface nachzudenken. Das wurde dann nichts. Schlussendlich haben der Roland, der Peter Schnuch, Klaus Müller und ich das zusammen gemacht. Und wer da eins hat, über will, das ist mein Vater noch fragen. Die hat das eine ganz gute Erinnerung. Der zweite, an den ich erinnern möchte, ist der Martin Frantzic. Das war unser Hacker, unser unkonventioneller Mann, der den Code geschrieben hat. Den guten Code geschrieben hat, ganz am Anfang für den Hit. Und auch zum Bewusstsein gebracht hat, dass man auch über guten Willen nicht alle Regeln über Bord werfen darf. Der ist begeisterter Bergsteiger gewesen und ist. Wir haben mit ihm einen speziellen Ding gehabt, dass er bei uns am Wochenende arbeiten musste, weil er am Wochenende nicht in die Berge wollte, da war so viel Volk, sondern er wollte die Woche durch, abends wollte er klettern, weil auf einem dieser Projekte dann auch hat uns gelehrt, dass man das nicht machen darf, weil wenn man jemanden Samstag und Sonntag in der Firma arbeiten lässt, auch wenn er sonst seine Freizeit hat, dann überschreitet man ungesprochene Regeln. Und dann jemand, der uns auch am Anfang sehr geholfen hat, das ist Doris Bogner, Bogi. Das war die Sekretärin von Hans. Und die haben uns insofern herausgefordert, als das, was immer an Software kam, ihren Sekretärinnen-Test bestehen müsste. Die hat so schnell bestehen, dass es fast nicht möglich war, Software zu schreiben, die das in dem gleichen Tempo auch auf dem Bildschirm anzeigen. Also der Konkurrent damals war Microsoft, da hat sie geschrieben, dann ist sie aufs Kurbelwerk und zurückgekommen, das ging man immer noch an. Also wir machen das deutlich. Gut, und dann habe ich noch ganz am Schluss noch hier unten. Das ist die. Wenn es immer sehr viel Wert auch direkt auf persönliche Weiterbildung haben wir dann auch Seminare gemacht an exotischen Orten, einfach dass man da raus ist aus dem Ganzen. Und da ist mir jemand sehr gut in Erinnerung, das ist die zweite Frau von Peter Schuh, die Undine. Und sie ist auf einem der Seminare tauchen gegangen, da war getaucht und ist dann, hat dann eine Immunität gehabt, wo sie getroffen hat. Das ist etwas der traurige Teil und das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu, wenn man das Ganze etwas rückblickend betrachtet. Und das wäre es eigentlich schon gewesen. Schönen Abend noch.